Waschen, schneiden, föhnen. Heute alles kostenlos. Auch Karin Hamer ist gekommen. Ihr letzter Friseurbesuch ist 8 Jahre her. Ich habe 12 Jahre meine Mutter gepflegt, bin dann in Hartz IV gerutscht und meine Mutter ist jetzt vor 1,5 Jahren verstorben und mein Vater auch vor kurzem. Und ja, und das hat mich psychisch ein bisschen aus der Bahn gerissen und war halt nicht alles so einfach. Wow, na ja, es gibt eine Kurzhaarperücke. Ja, jetzt haben wir aber noch einen schönen Haarschnitt. Und der kommt jetzt. Die 58-Jährige aus Korbach war lange auf die Tafel angewiesen. Haare schneiden lassen, purer Luxus. Oh, ich freue mich einfach. Das ist genau für solche Fälle fühlen sich die Barber Angels verantwortlich. Hinter der Rockerkutte stecken echte Friseure. Die Straßenkluft soll Hemmungen nehmen und ist eine Abgrenzung zum Schickimicki der Branche. In der Regel spricht man ja über das letzte Fußballspiel, den letzten Urlaub, was gestern Abend im Fernsehen war. Halt eigentlich belanglos. Hier geht es um Schicksale, hier geht es um Leben. Hier geht es um den Alltag, um einkaufen gehen zu können, um sich neue Klamotten leisten oder geschweige denn die Miete zu bezahlen. Serdal Asla, Spitzname Freddy, kümmert sich gerade um Nadine Ernst. Hinter der schwarzen Mähne verbirgt sich eine 39-jährige Alleinerziehende. Für ihre 2 Kinder macht sie Abstriche bei sich selbst. Schön. Anziehsachen habe ich mir schon seit Jahren nicht mehr gekauft. Das ist dann Flohmarkt oder sonst irgendwas. Und wenn die Kinder dann irgendwas brauchen oder möchten, dann gibt man gerne da ein bisschen mehr Geld aus. Oder auch beim Essen oder sowas, wenn die Kinder mal Süßigkeiten haben möchten oder sowas, was eigentlich nicht so drin ist, dann versucht die Mama doch schon zu sparen. Ne? Am Ende fühlen sich alle wieder schön. Das macht auch die Engel mit Kamm und Schere glücklich. Ein Lächeln, eine Umarmung, Kopf hoch wieder. Also das ist schon, ja, das ist mein Lohn, Dankbarkeit. Waschen, schneiden, föhnen, das kostet normalerweise viel Geld. Bist du bereit? Ja. Oh mein Gott. Die Freude bei Karin Hamer ist unbezahlbar. Das bin doch nicht ich, oder? Doch.